Servus, liebe Zuschauer, grüße euch auf YouTube, Odyssey, Twitter, Telegram und unserer Netzseite. So langsam fliegt die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung bzw. der gesamten deutschen Pro-Flüchtlingsgesellschaft um die Ohren. Ja, wir haben jetzt ganz aktuell den Brüsseler Anschlag, wo ein Tunesier, der seit 2 Jahren eigentlich ausreisepflichtig war, zwei schwedische Fußballfans erschießt und erst nach 13 Stunden selber dann gestellt und erschossen wurde. Aber das ist ja jetzt nur der Auftakt. Ja. Es ging ja schon die ganze Zeit mit wahnsinnigen Anschlägen und mit wahnsinnigen Meldungen, weil ich auch Anschläge werte ich auch jeden Messerangriff, jede versuchte oder vollendete Vergewaltigung, jede sexuelle Belästigung, jede Beleidigung. Werte ich alles unter Anschlag auf uns deutsche Bürger und nicht nur auf deutsche Bürger, sondern auch auf Migranten aus anderen Ländern. Ja, das ist ja nämlich auch, wird ja auch gern vergessen, ja, dass das auch Opfer sind, teilweise, die hier in Deutschland leben und ihren Frieden und ihre Ruhe haben wollen. Und jetzt hat man sich ja schon die ganze Zeit gewundert, das geht ja seit 2015, dass man sich fragt, zumindest jemand, welche, die ein bisschen mitgedacht haben, ein bisschen weitergedacht haben, warum nehmen eigentlich die arabischen Länder die Flüchtlinge zum Beispiel damals aus Syrien oder auch Afghanistan oder auch, was weiß ich, Tunesien, wo sie alle herkommen, wo sie alle flüchten müssen, warum auch immer, ja. Ganz klar ist es ja in vielen Fällen nicht. Da sind keine Kriege. Dann muss man dann eher auf Wirtschaftsflüchtlinge dann vermuten, warum die nicht aufnehmen. Ja, das wurde nie wirklich beantwortet. Wurde auch nie darauf eingegangen, weder in den deutschen Medien noch bei der deutschen Politik. Ja, Katar zum Beispiel auch, ja, die Hamas fördern und unterstützen und auch, die haben allerdings, es stimmt nicht ganz, ausgewählte Flüchtlinge haben sie schon, nämlich die Hamas-Führung, die da in irgendwelchen Villen residiert und es bevorzugt da in einem gemütlichen Katar zu bleiben und nicht in dem irgendwie nicht so tollen Gaza, ja. Nur so viel dazu. So. Also diese Frage wurde nie beantwortet. Ich will jetzt nochmal, weil ich mir selber nochmal ein Bild machen wollte, und ich denke, das machen wir im Video auch nochmal, zeigen wir euch nochmal, um was geht's denn hier überhaupt? Ja, wo sind wir hier? Also hier ist Israel. Hier unten, ganz, ich mache es ein bisschen größer, ist der Gazastreifen. Hier ist Ägypten. Hier ist noch Israel, bis hier runter zum Roten Meer. Und da ist eine gemeinsame Grenze von Israel und Ägypten und vom Gazastreifen mit Ägypten. Dann haben wir hier Jordanien, ja, weiter unten ist dann Saudi-Arabien und weiter oben ist der Libanon bzw. dann Syrien. Ja, hier Libanon an der Küste und hier Syrien. Und hier Jordanien. Das ist nicht unwichtig zu dem, was ich jetzt gleich sage. Also wichtig ist aber auch Gazastreifen mit Israel und natürlich sowieso, aber auch mit Ägypten eine gemeinsame Grenze. Ja, jetzt gibt es einen kleinen Meltdown im deutschen Fernsehen. Und zwar ein Korrespondent aus Kairo gibt folgende Mitteilung raus bei der ARD, bei den Tagesthemen. Da hören wir doch mal kurz rein. Was die ägyptische Regierung auf keinen Fall will, und das ist die Antwort auf deine Frage, ist, dass Massen von Menschen jetzt unkontrolliert nach Ägypten einreisen. Also Massen von Menschen unkontrolliert, es kommt mir vielleicht im einen oder anderen doch eher aufgeweckten Beobachter irgendwo bekannt vor. Naja, die Ägypter wollen das nicht. Woanders passiert es, und zwar täglich. So sagt es auch der ägyptische Präsident, um eine Frage der nationalen Sicherheit. Man will also Was? verhindern, dass Zehntausende, möglicherweise ja irgendwann Hunderttausende Palästinenser längerfristig nach Ägypten einreisen. Da will man also sich deren Probleme, so muss man das interpretieren, auch vom Leib halten. Man will nicht, dass Terroristen ins Land kommen, dass eine Terrorgefahr in Ägypten steigt. Also da versuchen die ägyptischen Behörden jetzt in dieser unübersichtlichen Lage zu verhindern, dass da Tatsachen, dass da Fakten geschaffen werden, die es ja schwer zu kontrollieren gäbe in den nächsten Jahren.
Also er tut sich schon ein bisschen schwer. Der gute Reporter ist auch eine schwere Kost, die er uns da verkaufen will. Also mit anderen Worten, Ägypten ist ein Naziland oder wie darf ich das genau verstehen? Die sprechen das ganz offen aus. Nationale Sicherheit, keine Terroristen wollen wir nicht. Und es stellt sich immer mehr heraus, dass die Palästinenser, dass die Unterstützung für die Palästinenser im Gazastreifen jetzt nicht so wahnsinnig hoch ist. Natürlich gibt es Unterstützerländer und Finanziers, aber es finden jetzt nicht alle so super dufte, ja. Und habe auch vorhin ein Interview oder eine Stellungnahme eines, weiß ich nicht, eines Arabers gehört, der meinte, Palästinenser, ihr seid Müll und so weiter. Also es will ich damit nur sagen, und ihr habt auch gar kein Recht auf das Land, wo ihr seid, ja, die Stimmen gibt es auch, ich will damit nur sagen, es herrscht hier nicht eine Rieseneinigkeit unter Glaubensbrüdern, ja. Es ist so eine wahnsinnig komplizierte Gemengelage mit Iran, mit Saudi-Arabien, mit Syrien, jetzt auch Ägypten, Jordanien. Da schauen wir mal rein, was hier passiert. Das ist ZDF. Danke übrigens an Argo-Nerd. Von ihm habe ich das hier. Volle Kanne, 17.10. Ja, Ägypten ist da in seiner Position ganz klar und eindeutig. Sie wollen auf gar keinen Fall palästinensische Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen. Sie fürchten, dass die der ohnehin bröckelnden Wirtschaft weiter zur Last fallen könnten. Und sie fürchten Verhalten... Also, da muss man schon sehr blind sein und sehr taub sein, wenn man da nicht irgendwelche Parallelen erkennt. Ja. Wie im Libanon oder Jordanien, wo sich ja seit Jahrzehnten Palästinenser festgesetzt haben. Dazu kommt ein kollektives Trauma, denn Ägypten hat so seine Erfahrungen mit unkontrollierten Flüchtlingsströmen aus Gaza. 2008 stürmten Terroristen der Hamas die Grenzanlagen. Es kamen Zehntausende ins Land und es haben sich Terroristen, Dschihadisten auf den Sinai verschanzt. Und die Sinai-Halbinsel ist nach wie vor nicht sicher. Und nun wird eben wieder befürchtet, dass sollten Flüchtlinge aus Gaza kommen, dass sich unter ihnen Terroristen verstecken könnten und hier die nationale Sicherheit gefährden. Ja, das ist sowohl auf ARD als auch auf ZDF wird das rausgehauen. Also mit anderen Worten, da kann man nur vermuten, dass wenn es sowas gesendet wird, dann könnte man jetzt vermuten, okay, soll hier irgendwie schon die Stimmung ein bisschen bereitet werden, dass wir sie auch nicht aufnehmen, oder soll hier die Stimmung bereitet werden, dass wir sie aufnehmen, weil sie nirgendwo anders aufgenommen werden. Die Diskussion gibt es ja schon, die hat ja schon begonnen. Es gibt ja schon erste Forderungen mit einem Flugkorridor, Luftbrücke, was weiß ich, ja, nach Deutschland natürlich. Da muss ich mal grundsätzlich sagen, was habe ich mir eigentlich mit der, diese, wir sind zuständig für die ganze Welt und wir retten die ganze Welt, das kommt jetzt halt auch an seine Grenzen. Ja, das kommt jetzt definitiv an seine Grenzen. Hier ist wirklich langsam die Fahnenstange, das Ende der Fahnenstange erreicht. Und wir haben noch eine Meldung, und zwar Jordanien, nur mal ganz kurz, Jordanien hier, ja, grenzt auch an Israel. Man könnte ja auch vom Gazastreifen hier einen Korridor machen, also zum Beispiel Jordanien ist jetzt wirklich Nachbarland, ja, wäre durchaus naheliegend. Der jordanische König Abdullah II. Erklärt, dass Jordanien und Ägypten keine Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen werden. So viel Klarheit und Standhaftigkeit wünscht man sich doch auch aus Europa. Also die Jordanier haben auch gar keinen Bock, ja, auf irgendwelche zweifelhaften Menschen, die vielleicht dann doch mit nicht ganz so guten Absichten da ins Land kommen. Die deutsche Bundesregierung, das Regime sieht es ja viel pragmatischer. Ja. Nee, ich kann mich erinnern, Heiko Maas hat im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 gesagt, kein einziger Flüchtling wird oder niemand, kein Terrorist wird bei der Flüchtlingswelle mitkommen. Ja, jetzt wird es hier offen ausgesprochen. Wir werden hier natürlich und wurden hier belogen, bis sich die Balken bogen und biegen. Und ich finde es wohltuend, ja, dass hier klare Worte gefunden werden und nicht irgendwie die hier rumgeschwurbelt wird von den Ägyptern oder von den Jordaniern. Also die scheinen da auch wirklich keine große Lust zu haben. Und das deutsche Fernsehen muss es wohl melden, wäre wahrscheinlich nicht gegangen, das unter den Tisch fallen zu lassen. Ja, wer weiß. Wir haben hier aber noch zwei andere Meldungen, noch ein paar andere Meldungen, die dir wirklich die Haare zu Berge stehen lassen, wenn ich jetzt meinen Hut nicht auf hätte. Also Versammlungsbehörde der Berliner Polizei, das war am
28. Juli 21, Corona. Versammlungsbehörde der Berliner Polizei hat zwei für das Wochenende geplante Demos gegen die Corona-Politik verboten. Nach RBB-Infos wurde auch eine für Sonntag geplante Veranstaltung aus dem Querdenken-Umfeld Bewegung 22.500 angemeldet untersagt. Ja. Seitdem und am 13. Oktober 2023 meldet die gleiche Systemschranzen-Staatsfunk-Butze. Seit dem Hamas-Angriff auf Israel läuft es wieder und wieder so in Berlin. Erst werden pro-palästinensische Demos angekündigt, dann werden sie verboten, wegen Sicherheitsbedenken. Aber wird damit nicht auch die Meinungsfreiheit massiv eingeschränkt? Also nur Stichwort Doppelmoral, Stichwort doppelte Standards, Stichwort wir legen es uns so zurecht, wie es gerade passt. Ja, nur nochmal als kleiner Hinweis für jemanden, der da vielleicht noch nicht ganz so überzeugt ist, was für ein Schweinejournalismus hier von uns zwangsabgepressterweise finanziert hier stattfindet. Ja, es gibt unendliche Beispiele und ich werde nicht müde, das auch immer wieder hier anzusprechen. Auch hier danke an Argonerd auf X Twitter. Ja, dann haben wir aber noch jemanden, der sich also wirklich komplett versteigt. Ja, also da, ich weiß gar nicht, wer dieser Kiesewetter ist. Ja, da schicken sie irgendwie einen aus der zweiten, dritten Reihe vor, der durchaus aussieht, als wäre er durch den Darm von Merkel irgendwie gewandert. Ja, so muss man es leider sehen. Und der haut in auch irgendwo in meinem Namen und in im Namen all unserer Namen irgendwie einen raus, wo ich sage, Moment mal, gibt es denn hier noch irgendwo vielleicht ein, zwei, drei Menschen, die den irgendwie sanft wegführen können und mal wirklich mal sich um den kümmern können? Ja, mal schauen, was der sagt. Staatsräson bedeutet, dass unsere Sicherheit und Israels Sicherheit vergleichbar sind. Und das bedeutet auch, dass wir Israel Angebote gemacht haben und Israel bei Bedarf darauf zurückkommen wird. Ja, das bedeutet auch, dass wir bereit sind, mit unserem Leben die Sicherheit Israels zu verteidigen. Ja, okay, alles klar. Also ich kann hier nur das so kommentieren beziehungsweise dazu folgende Stellungnahme abgeben. Mein Leben bin ich bereit zu riskieren für meine Kinder, für meine Lebenspartnerin und für meine Familie generell, Bruder, Schwester, Mutter und letztendlich auch für mein Heimatland, wo meine Familie lebt, ja, aber nicht für dieses Regime, was gerade herrscht. Ja. Also dafür würde ich mein Leben nicht hergeben, auch nicht für das israelische Regime, ja, auch nicht für irgendein anderes Regime. Also das hat nichts mit Juden und Israel zu tun. Gaza oder sonst in irgendein Land auf der Welt genauso wenig, wobei Gaza kein Land ist. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Also da steigt ein deutscher CDU-Politiker, Kiesewetter oder wie er heißt, vollkommen unwichtiger Mensch, hier in den Ring und erzählt hier also den Wahnsinn schlechthin. Ja? Das bedeutet, dass wir, also da würde ich als deutscher Bundeswehrsoldat aber direkt sagen, ja nee, lass mal gut sein. Und ich als, wie soll ich sagen, Bürger will man ja gar nicht mehr sagen, ich sag du lecco mio. Ja, und da haben wir noch, es wandelt sich halt ganz schnell. Wir sind alle Charlie Hebdo, wir sind alle irgendwie Ukraine, wir sind alle irgendwas, ja, keine Ahnung, trans, queer oder sonst irgendwas, je nachdem wie es passt und jetzt ist es halt die Geschichte. In diesen Tagen sind wir alle Israelis. We are all Israelis in these days. Ja, also nach ein paar Tagen sind wir es dann nicht mehr, ja, weil dann ist wieder eine neue Sau im Dorf, ja, dann sind wir plötzlich, weiß ich nicht, Tunesier oder keine Ahnung. Also, liebe Zuschauer, es ist wirklich unglaublich, ja, was hier abgeht. Nebenbei bemerkt hat die Ampel mittlerweile nur noch um die 30% zusammen. Ja, Grüne 13%, neueste Umfrage, SPD 15% und FDP ist aus dem Bundestag virtuell raus mit 4% irgendwie so. Und die CDU, das ist natürlich keine gute Nachricht, hat 32%. Merz ist momentan in der Kanzlerfrage vorne. Das ist alles die Partei, das ist halt wirklich ein Witz, die Partei, die die ganze Suppe maßgeblich angerührt hat seit 2005 unter Merkel und alles durchgewunken hat unter Merkel und sie ihren Anweisungen die sie bekommen hat, gefolgt ist und ihre Partei ihr wiederum gefolgt ist. Ganz ehrlich, liebe Deutsche, also die CDU auf 32%, das kann jetzt nicht euer Ernst sein.
Und die AfD steigt auch auf 23 irgendwie so. Und ich will nur hier öffentlich sagen, also wer jetzt hofft auf eine CDU-AfD geführte Bundesregierung, dass die hier jetzt irgendwie radikal hier Probleme angehen und Lösungen hier wirklich durchziehen, das können wir uns mal ganz schnell abschminken. Mit der CDU, mit der Partei, die 2015 überhaupt erst möglich gemacht hat und folgende, immerhin haben sie bis 2021 regiert, ja, das darf man nicht ganz vergessen und das wird gern vergessen. Und eine Menge Leute, die das damals abgewunken und durchgewunken haben und, nicht abgewunken, durchgewunken und abgenickt haben, die sitzen da immer noch. Also nur mal so, ja. Also ich lasse mir da nicht irgendwie einen erzählen. Das ist alles Stückwerk und auch die, ganz kurz noch die Versprechen der Politiker, ja, wir müssen jetzt mal über Rausschmisse und Abschiebungen sprechen und so weiter und versteigen sich da auch in eine irre Geschichte, ja, dass jetzt irgendwelche Menschen, die auf Anti-Israel- bzw. Pro-Palästina-Demonstrationen Free Palestine rufen oder eine Palästinenserflagge zeigen oder gar ein Palästinensertuch tragen, gibt schon Forderungen, 6 Monate Haft und dann Abschiebung, ja, aber der Vergewaltiger und die Gruppenvergewaltiger und die Messerstecher, da wird nichts von Abschiebung, da gibt es eher darum, wie können wir ihm helfen, ja, also die Verhältnisse sind hier total verschoben und es wird gar nichts passieren, ja, nur noch mal so, es wird nichts passieren unter diesen Schranzen, unter diesem Regime, von wegen irgendwelche Leute werden hier abgeschoben, das passiert nicht, das wird nicht passieren, ja, das sind leere Versprechungen, das sind Schaufensterreden, weil sie merken, wir müssen da mal ein bisschen Druck raus lassen aus der Geschichte und den Leuten mal ein bisschen eine kleine Beruhigungspille geben, dass wir jetzt verstanden haben. Vergesst es einfach. Vergesst es komplett. Ja, da wird gar nichts passieren. Boah, ich habe dauernd die Tante hier im Bild. Das kann ja auch nicht sein. Ja, also nur mal so. Das ist wirklich eine vor allem auch wirklich schlechte Beruhigungspille, jetzt davon anzufangen, ja, wir schmeißen die Leute, diese Terroristen da raus oder diese Terroristen-Sympathisanten. Nein, wird nicht passieren. Braucht ihr nicht darauf hoffen. Ja, das können wir komplett vergessen. Wir können diese ganze Riege, die hier die Suppe, wie gesagt, mit angerührt hat, da können wir null davon ausgehen, dass die in irgendeinen Wandel kommen, ja, und irgendwas eingesehen haben und jetzt irgendwas korrigieren wollen. Niemals. Und ich erwarte von diesen Schaufensterreden gar nichts und es wird auch nichts kommen. Nur noch dazu, das wollte ich noch loswerden, falls es da irgendwelche Hoffnungen gibt. Ja. Letztendlich ist immerhin Remigration jetzt nicht mehr vollkommen Nazi. Es muss ja immer ein bisschen die Sprache dann auch wieder entschärft werden und dann praktisch wieder salonfähig gemacht werden, dass man das überhaupt sagen darf, ja, in welchen Zeiten leben wir. Und jetzt wird gerade das dicke Brett gebohrt, dass wir Remigration jetzt salonfähig machen und es nicht mehr als absolut unaussprechlich hier stehen lassen. Und da sind wir gerade dran, das heißt wir dran, das passiert gerade. Und es ist ja auch die einzige Möglichkeit. Ja, irgendwann muss sich jeder mal ehrlich machen. Ja, das ist, bleibt unausweichlich. Ja, es wird kommen, diese Realität, dass man sich irgendwann eingestehen muss, ja, okay, also so kann es nicht weitergehen. Und das greift um sich und das macht mich zuversichtlich. Wir werden diese Leute wieder hier aus dem Land schmeißen müssen, ja, weil es einfach nicht funktioniert, weil wir es nicht tragen können, weil der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht mehr da ist, weil es da auch keinen geben kann, weil diese Menschen nicht mit unseren gesellschaftlichen Normen und Werten irgendwas zu tun haben, großartig, und weil wir, also ich persönlich zumindest, keine Lust habe, mich irgendwie in ein islamisches Land oder in einen islamischen Bürger zu verwandeln. Und von daher gibt es nur eine Möglichkeit, wir müssen diese Leute wieder in ihre Heimatländer abschieben und zurückbringen und remigrieren. Andere Möglichkeit sehe ich nicht, um das Problem zu lösen. Ja? Und da soll mir keiner kommen mit Menschlichkeit oder sonst irgendwas. Ja, wenn ich mir die arabischen Staaten anschaue, denen wird das irgendwie nicht vorgeworfen. Ich meine, die artikulieren das knallhart und ganz eindeutig, nee, wollen wir nicht. Ja? Wenn ich das hier sage, in Deutschland, dann bin ich natürlich ein Nazi oder extrem rechts oder rechtsextrem, je nach Belieben.
Aber der Ägypter oder der Jordanier ist dann irgendwie vernünftig, ja, oder so, weil er Terroristen nicht drin haben wollte. Nehmen wir sie. Es tut sich was, ja, es tut sich was und ich bin mir ganz sicher, der Israel-Konflikt ist natürlich nicht zufällig. An dem Tag hat er begonnen, der Angriff der Hamas, und alles, was jetzt passiert, ist nichts zufällig. Und noch immer bin ich der Ansicht, dass wir hier wirklich vorsichtig sein sollten mit irgendwelchen Beurteilungen oder Einordnungen oder selber Positionierungen, ja. Mein Prinzip ist immer, ich bin immer ganz vorsichtig, wenn in Konflikten der eine der rein Gute und der andere der rein Böse ist, oder der eine das reine Opfer und der andere der reine Täter, wie hier in dem Fall Israel das Opfer, Hamas und die Bewohner im Gazastreifen die Täter. Also das ist, hat schon bei der Ukraine ist sich im Nachhinein herausgestellt, dass das auch einfach gelogen war. Und ich muss es nochmal sagen, wer hier aus den alternativen Medien das Lied des Mainstreams singt, und zwar in höchsten Koloratur-Arien, der ist bei mir gestorben. Wer hier jetzt sich eindeutig positioniert, meistens pro Israel übrigens, und es genauso wie der Mainstream nachplappert, der hat in meiner Ansicht nach nichts verstanden, weil wie kommt man darauf, dass uns jetzt die Politik und die Medien plötzlich nicht mehr anlügen, nachdem sie uns praktisch unser ganzes Leben angelogen haben, vielleicht noch nicht so stark in den früheren Jahren, aber seit spätestens 2020 müsste eigentlich jedem halbwegs wachen oder halbwegs irgendwo, weiß ich nicht, halbwegs intelligenten Menschen klar sein, dass wir nur und ausschließlich belogen wurden und es wirklich überhaupt keinen Grund gibt, anzunehmen, dass jetzt plötzlich die Wahrheit irgendwie uns präsentiert wird, ja, und es so gezeigt und gesagt wird, wie es wirklich ist. Unmöglich, ja, weil ich glaube, da stecken noch ganz andere Interessen und ganz andere Vorgänge dahinter, die wir uns teilweise vielleicht gar nicht vorstellen können, wer da sich da alles miteinander verbündet hat, wer da was installiert hat. Und da gehen wir wirklich weit zurück in die Geschichte. Da meine ich aber nicht 1948 Gründung Israels, sondern noch weiter. Und das ist so komplex und so viel Undurchschaubares dabei, dass das einfach in meinen Augen ein absoluter Fehler ist, sich da eindeutig zu positionieren, zu sagen, ja, so ist es und ich stelle mich jetzt auf die Seite, weil das sind die Armen, oder ich stelle mich gegen die, weil das sind die Bösen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Macht es gut, ihr Lieben. Abonnieren, teilen, liken, kommentieren, und wenn ihr denkt, der Kanal hat auch wirklich einen Mehrwert im Vergleich zu anderen, und ich würde den gerne unterstützen, dann könnt ihr das gerne tun auf Bitcoin, Stripe, Ko-fi und Deutscher Bankverbindung, auch unten in der Beschreibung. Klickt einfach auf mehr unter dem Video nach den ersten Worten, dann muss man auf mehr klicken, dann klappt es auf. Und dann seht ihr alles. Auch die, übrigens immer auch die Verweise auf die hier aufgeschlagenen Tweets bzw. Netzseiten. Und in diesem Sinne wünsche ich alles Gute, macht es gut, danke und tschüss und servus. Ja, also nochmal die Korrespondenten hier aus, ist eigentlich auch so ein Wahnsinn, da hockt eine Korrespondentin vom ZDF, dann hockt da einer von der ARD, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob der wirklich in Kairo hockt jeweils, das kann man alles wunderschön hinten, kann sogar ich, ja, ich könnte mir auch in Kairo Himmel und Nachtaufnahme hinten rein montieren, das ist gar kein Problem, das kann sogar ich. Seht ihr ja auch, ich bin ja jetzt auch gerade am Fernsehturm in Berlin, könnte aber auch irgendwo, was weiß ich, in Thailand hocken oder was. Und genauso die, ob die da überhaupt hocken, wage ich echt teilweise auch schon zu bezweifeln. Also nur so. Danke euch, macht es gut, servus.